Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und jetzt geht es los. Rödinghausen in der ersten Hälfte in den Weiß. Grünen Trikots von links nach rechts, strahlen ganz in Gelb von rechts nach links. So, was macht Rödinghausen jetzt mit dieser Ecke? Klar, Bravo Sanchez wird diese Ecke treten auf den Pfosten und das Tor! 1:0 für Rödinghausen durch Damian Maceta. Kommt da viel zu frei zum Kopfball und wenn er was kann, dann ist es einen wunderbaren Kopfball vollenden nach einer Standardsituation. 12. Minute und Maceta trifft hier in seinem letzten Spiel für Rödinghausen. Hier sehen wir es nochmal, steigt am höchsten, kommt aus dem Rückraum. Mata, Ballverlust, Tober. Mit dem guten Ball auf Maceta. Was macht der? Maceta schließt ab und trifft. 2:0. Richtig guter Antritt, richtig guter Abschluss und ein starkes Tor von Damian Maceta. Doppelpack, 21. Spielminute. Wieder ein Fehler im Mittelfeld. Rödinghausen schaltet schnell, schickt Maceta und der vollendet. Hier sehen wir es nochmal. Unten links rein, ist dann auch schwierig für Keeper Gratsch. Anagisawa verliert das Duell, aber Strahlen kann sich irgendwie den Ball holen. Und jetzt mit dem Abschluss, Tigges. Muss hier zum ersten Mal ernsthaft eingreifen. Und Strahle mit dem ersten nennenswerten Abschluss nach 33 Spielminuten. Bravo Sanchez, links ist Rima. Die Viererkette steht schon mal wieder. Fianuke muss raus. Safi. Anagisawa. Rima. Gegen Fianuke. Kann die Flanke reinbringen. Koroba! Boah! Knapp am Tor vorbei. Super Laufweg. Flottmann. Ober. Und irgendwie kommt der Ball zu Bravo Sanchez, der setzt Maceta in Szene und das müsste einen Elfmeter geben. Klare Angelegenheit. Da geht er sehr unglücklich in den Zweikampf. Sehen wir es nochmal, Barraza war es, glaube ich. Lässt das Bein anstehen, trifft da viel Mann, wenig Ball. Der Sechser, der hat die Möglichkeit hier zu erhöhen auf 3:0. Es gibt hier noch eine kleine Trinkpause. Und das Tor für Rödinghausen. Bravo Sanchez trifft zum 3:0 in der 42. Spielminute. Mata im Strafraum. Mata, was macht er? Legt den Ball nochmal in die Mitte und die Möglichkeit. Üsmann verpasst da ganz knapp, aber da wurde es mir mal richtig gefährlich. Ober. Wolfing, Munster setzt nach. Koroba und immer wieder Platz für Kurzen. Bravo Sanchez kommt mit, der bekommt den Ball auch, der hat viel Platz und er schießt und er trifft. Und das nächste Tor von ihm, das hat sich angebahnt und das hat man frühzeitig gesehen, dass er da viel, viel Platz hat, zu viel Platz für einen Mann wie Bravo Sanchez. Und der guckt er nicht lang und dann zieht er mit einem starken linken Fuß ab. Und trifft unten rechts rein, 58. Minute und er erzielt das 4:0 für Rödinghausen. Der Keeper Kratsch sieht da auch nicht optimal aus. Dafür zu sorgen, dass man hier zumindest nicht komplett hinten drüber fällt. Mata, starke Einzelaktion gegen Kurze, immer noch Mata. Der ist technisch so, so stark, das macht einfach Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Gut gelöst. Fischer jetzt. Gegen Munsters. Gute Seitenverlagerung auf Kurzen. Koroba kommt mit. Schlecht dabei. Schuster. Bravo Sanchez. Rima. Fischer ist vorne. Bravo Sanchez hat ein bisschen Platz. Guckt auch immer links und rechts.
Und jetzt der Ball auf Büscher. Über zwei, drei Stationen ist man dann im Strafraum. Maceta, bravo, Sanchez! Schuster. Klasse Seitverlagerung auf Koroba. Meltemeier ist im Zentrum, der bekommt den Ball und er trifft hier in seinem letzten Spiel auch noch. 79. Spielminute. Grandiose Seitenverlagerung. Kurzen macht es schnell und spielt den flachen Ball. Meier läuft wie ein Mittelstürmer. Stark ins Zentrum und vollendet dann eiskalt. Und ich hatte es bereits angesprochen. Man will hier nach noch mit den Fans feiern. Aber erstmal muss man hier jetzt dieses Tor feiern. Koroba mit dem richtigen Zauberball, der noch abgefälscht wird. Und jetzt sehen wir, wie er da feiert. Ein kurioses Tor, zeigt eine Flanke. Dann wird der Ball sehr unglücklich abgefälscht. Und dadurch ist er unhaltbar für den Keeper Kratsch. Und das ist das 6:0 für den SV Rödinghausen. Und Koroba trifft hier nach einer richtig starken Partie. So, das war es. Aus und vorbei. Der SV Rödinghausen schlägt am letzten Spieltag den Absteiger SV Strahlen deutlich mit 6:0 und beendet die Saison auf einem guten vierten Platz. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.